Moin, meine Herzen, willkommen bei Blood and Brain Digital und einem Turtles Shredders Revanche Stream zusammen mit Root Girl. Hallo. Okay, gut, da ist auch alles da. Ja, Root Girl ist auch dabei. Und Root Girl hatte Geburtstag diese Woche. Ja, diese Woche ist Das ist ja ja egal, dicht Geburtstagswoche. eins. Jetzt wissen alle, wann ich Geburtstag habe. Nein. Doch, diese Woche hat ja gerade erst Ja, dann angefangen. müssen Sie ja, wenn Sie das Hatte irgendwann. Geburtstag diese Woche, hatte ist Vergangenheit. Also Ja, kann das nur gestern gewesen dann sein. müssen wir davon ausgehen, dass die Leute, die diese Aufnahme irgendwann sehen, dann auch noch zurückrechnen im Kalender und sagen, aha, das war Tag X. Na. Und selbst wenn. Haha. Gut gehört Geburtstag. Ich bin zu hören. Ich habe doch auch gar nichts gesagt, dem. So. Ah, alles gut, okay. Ich wollte gerade sagen, wer sind die anderen Leute da im Hintergrund? Das waren ja wir! Das ist voll strange, wenn man sich drei oder vier Mal hört, ey. Das ist voll seltsam. Scheiße. Ja, wie gesagt, Root Girl hat Geburtstag, hat er Geburtstag, hat Geburtstag, wie auch immer halt, ne? Und wir wollen uns heute Turtles hier das Shredders Revanche angucken. Ja, wir sind wie gehabt immer zu spät zur Party, aber es ist auch egal. Da ist der große Hype vorbei und jetzt schreit mich hier Twitch direkt an. Ach so, es ist der Bluthirngott. Ja, Herr Ben Sonders. Mein Gott, sind das schon 3 Monate? Meine Güte, 3 Monate, ne? Oh, Shredders Revanche ist so gut, sagt er. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Außer, dass es gut ist eigentlich, Na, ne? du hast ja auch nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, dass das schon so lange. Naja, ne? So, also ich habe mir, wie gesagt, schon viel Hoffnung gemacht, dass es sehr gut ist. Also schauen wir mal. Und ja, Mann, es sind schon 3 Monate, ne? Krass, ey, 3 Monate. Das ist wie so ein Timer, immer wenn der Ben Sonders hier da den Monat erweitert, ist das so, Naja, du bist auch ein Turtles-Fanboy. Hallo? Nicht jedes Turtles-Spiel ist gut. Also, ne? Die GameCube-Ära war schon etwas speziell, was das alles angeht. Ich muss mal eben kurz. Was denn? Achso, der Hund. Ich kann's ja hier eben. Ja, alles gut. Naja. Und die ganzen IDW-Comics, da bin ich leider nur so semi auf dem Laufenden. Ich würde schon gerne mal irgendwie die Dinger echt mal lesen und sowas, aber ich glaube, die haben keine entsprechenden Paperbacks oder sowas, ne? Weil es sind ja auch schon weit über 100 Folgen, Folgenhefte oder so. Ah. Was? Mein einziger Kritikpunkt, man muss Casey Jones erst freispielen. Das ist nicht okay. Gungala. Ah, so muss er erst freispielen? Oh. Ja, das ist ja ärgerlich. Also ich meine, in der Werbung, okay, ja, Werbung, alles richtig gemacht, ne? Ha! In der Werbung wirkt das halt immer so, als ob die direkt dabei wären. Wie viele Turtles-Püppchen hast du? Moment, lass mich mal von hier gucken. drei, vier, fünf. Miese Ratte. Naja, mehr als 10 würde ich vermuten jetzt so. Ich habe eine Checkliste hier gestartet. Die müsste ich mal aktualisieren. Stinker, ey, das gibt's ja nicht. Naja, so oder so, wo wir das ja jetzt so fachmännisch geklärt hätten. Es gibt nur 4 Turtles, aber du hast mehr als 10 Püppis. Was? Wo die Chips sind? Die habe ich aufgegessen. Die Ja, paar Krümelreste, die noch über waren. Doch, das war ja eine Handvoll. na super, und jetzt? Es gibt halt keine Chips. Oben sind Brotchips. Oh, wieso sind denn oben Brotchips? Sind die auch schon aufgefressen? Was, keine Ahnung. Was für Brotchips denn? Ach, diese Reste. Aber eine Handvoll Reste. Vielleicht habe ich schon gegessen. Ich weiß es nicht. Es gibt nur 4 Turtles. Ja, es gibt nur 4 Turtles. Ich habe ja auch eigentlich nur 4 Turtles. Ich habe ja eigentlich auch nur 4 Turtles. Brotchips. Ja, Brotchips. Okay, ja, wenn du es so nimmst, deine Frau beweist Geschmack, obwohl sie mit dir zusammen ist.
Vielleicht habe ich die Brotchips ja schon aufgegessen. Ich weiß es nicht. Brotchips heißt ja auch nicht gleich Brotchips, ne? Es gibt ja auch zig andere Brotchips. Mal ein Zischen hier. Ja. Obwohl, warte, ich glaube, zwei verschiedene Sorten Brotchips sind noch übergeblieben, ja. Ich höre schon knistern. Oh. Wieso? Wollten die Brotchips auch haben? Ist denn da Und da überhaupt noch war ich was? aber schon die Treppe Ist auch runter. noch. Ja, gut, ein paar Reste sind ja noch drin. Aber nicht zu doll knistern beim Essen. Wieso? Weil ich das einfach mal so in den Raum werfe jetzt. Hubert, was? Der Hund. Hubert Hund. Was soll das? Was guckst du da so? Ach, geh doch weg. Bitte. Was ist denn hier schon wieder los? Ah, da ist der Abgeholt. Scharlatanski schon wieder. Der Scharlatanski. Tag zusammen. Zusammen Tag. Hallo. Oh, da. Ja, natürlich. Kann das ja auch klappen. It's the PJ. Guck, jetzt hört man das nicht mehr. Das werden wir gleich sehen, ob man das hört. Warte. War nicht so laut, Da aber merkst doch. du mal, wie laut Menschen kauen. Der Ben Sonders kann davon ein Gott, da könnte ein ganzes Buch schreiben mit den Geräuschen kauender Menschen in Kinos zum Beispiel, ne? So. Ja, hallo, Scharlatanski auf jeden Fall. Hallo. Was ist das? ja, wir werden dann mal umseppen hier. Achso, erstmal hier Power on Ja, bei dir. und Power off. Wieso off? Alles Na, macht der musst du Geräusche. den hier nehmen, du hast dann. Na, ich hab den hier. Und da war Player 2. Das werden wir schon sehen. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Technik ist ja immer so eine Sache, ne? Achso, falls einer hier in Umkreis eine Wohnung zu vermieten hat, ich suche eine. Oh Jetzt mache ja. ich das mal über den Kanal. Genau. Hallo, wir suchen eine Wohnung. Also, ja, doch, irgendwie. Also ich, er Also, nicht. ja, ich nicht. Mit Hund. Ich hab ja. Genau. Zwischen Lübeck und Hamburg. Na, nicht ganz. Ah, nicht ganz, Eher ne? Ein Richtung bisschen Hamburg. Richtung Hamburg, ne? Ja. Ich stelle jetzt erstmal auf die Schwärze hier, so. Und dann mal gucken. Das wird bestimmt Hölle laut jetzt, aber wir werden da schon durchkommen. Und wie man crunchen kann, das nicht werden. Weiß nicht, wenn. Ach so. Aber wir werden sehen. Mal gucken. Ich hoffe, er übernimmt das Bild jetzt aber auch überhaupt. Ne? Mal sehen. Jetzt müssen wir gleich nochmal neu starten. Das ist ja alles immer so ein bisschen Surprise hier. So, mal gucken. Schwärze. Komm schon, komm schon. Du schaffst das. Lass mich nicht im Stich. Wieso? Ah, das Bild ist da. Okay. Nickelodeon. Ja. Nee, ich möchte das mit, wie, oh, wie hieß der noch? Frank Zander. Frank Zander, ich wollte Zappa sagen, aber was ist der andere? Der Na, hat's irgendwie Logo. geil gemacht, ja. Was kommt, weil man das kennt als Kind. Und weißt du noch, wie die angefangen haben? Kannst du dich an diese Dokumentation erinnern? Ja. Das sollte eigentlich gar nicht so nett aussehen. Das sah ja auch gar nicht so nett aus. Nee. Die Schwarz-Weiß-Comics sind ja auch ein ganz anderes Level von Brutalität. Obwohl das teilweise, wenn ich mir das manchmal jetzt so angucke, also so, ich meine, das war für Kinder, war es okay, weil es nicht blutig war, ne? Aber. Diese scheiß Stegadons, ne? So dämlich. Und jetzt kommt Frank Zander und sagt, weil keiner versteht, was er da gesagt hat. Was auch immer er da gesungen hat in dieser einen Stelle. Oh Mancho! Yeah! Was passiert da? Was machst du? Spielanleitung für ein Prügelspiel? Brauchen wir sowas? Ich dachte, hier kommt irgendwas anderes.
finde, ja. Ich glaube, wir können es noch wegdrücken, ne? Willst du das sehen? Du musst das machen, ne? Ja, ich frag mich, was soll man da drücken? Ja, hier den Startknopf da, den einen. Ne, den anderen. Ja. Ja. Sieht ja anders aus. Was suchst du denn? Guck einfach mal. Okay. Erzähl doch irgendwas in der Film. Ja, es ist ja schon alles eingestellt, ne? Und immer etwas schlauer. Ah, ja, und immer etwas schlauer, ja. Gut, starten wir die Story, ne? Wir müssen noch eine Gruppe erstellen, oder? Nee. Sind wir dann zu zweit? Cosplay, bla bla bla, wollen wir nicht. Gruppe erstellen, ne? Ja, aber ich glaube, oder ist das online? Wähle einen Spielmodus, bevor der... Nee, online brauchen wir ja nicht. Wir sind ja schon, du bist ja nicht, wir sind ja zu zweit. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt hier mit mehreren wirklich spielen kann. Drück das mal weg. Select your hero. Hattest du jetzt auf... Moment, warte. Was muss ich machen? Suchen? Ah! Okay, das ist jetzt Story-Mode, ne, oder? Ich weiß das nicht, doch, haben wir gemacht. Ja, Story, naja. Hab ich gemacht. Ja, Omancho ist auch echt so, ne? Ja, haben wir ihn ja, da. Okay, gut. Ja, stimmt, Angelo und Raphael fand ich immer am besten. Splinter ist dabei, April ist dabei, ja stimmt, Casey Jones muss echt freispielen, ne, hätte ich... Hm? Hier, Casey Jones mit der Hockeymaske da. Den mehr oder weniger Kumpel von Raphael. ja, Reichweite. Hey, ja, egal. Was von Ahnung, hat er nur Stärke? Was? Nee, Reichweite hat er halt ein, ne? Geschwindigkeit ist nicht ganz so schnell wie hier Michelangelo. Aber stärker. Stärker, ja. Drück mal A. Ah, okay. Achso. Hey, was sagen die Nachrichten? Das ist nicht synchronisiert, das ist ja ärgerlich. Guten Abend, New York. Willkommen zurück zu Vermin's View, wo die Aussicht immer kristallklar ist. In der heutigen Show als Geschenk von mir, als Dankeschön für... Was ist hier los? Wo ist der Beleg für das Geschenk? Oha, Krang. Mhm. Oh. Oh. New York, was geht? Wir unterbrechen das Programm. Schicker Anzug. Für etwas Chaos. Die Freiheitsstatue bekommt eine... Na? Rundumerneuerung, damit sie noch besser aussieht. Also entweder wie Krang oder wie Shredder. Eins von beiden, ne? Folgt Bebops Business Insider, um ihr Debüt zu sehen. Ich hab nicht gedrückt, das ging voll schnell. Wir müssen zu Kanal 6. Auf geht's. Episode 1. Schmerzhafte Eilmeldung. Ja. Natürlich. Okay, gut. I am one tired turtle. Oh ja, da seine Reichweite ist wirklich nicht sehr groß, ne? Oh. Was? Level gescheitert, du hast. Schaden? Achso. Ja, ja, schon gut. Das sind diese Bonus-Dinger, die man machen kann, ne? Ja, ja. Wenn man keinen Schaden nimmt und so, ja, okay. Ja, gut, haben wir jetzt besser. Oh, er telefoniert. Er arbeitet, das Einzige. Den kannst du nicht treffen, oh, Vorsicht. Das haben sie ja. Oh, Scheiße. Das ist Channel 6 zensiert da oben. Hm? Oh, Scheiße. Explodieren die? Die explodieren, ne? Ach, da ein riesiger Fuß. Oh. Was machen denn die Tastenierenden? Achso. Lachen. High five, hey! Was? Die Schultertasten. Oh. Party, dude. Natürlich, was sonst? Oh. Oh, wo kommt der denn her?
Ich muss halt sagen, das erinnert mich so ein bisschen an American Fighter, ne? Mit den ganzen verschiedenen Farben für die Foot. Super gut. Die haben Waffen. Ich muss erstmal mich ein bisschen dran gehen. Oh, scheiße. Alles gut. Kawabanga! Können wir das kaputt machen? Nee. Das die kannst du auch nicht treffen, wenn die sowas machen. Voll bescheuert. Oh, ach, oh, schon wieder. Oh, oh. Das habe ich aber schon immer bei diesen Spielen so gehasst. Ich denke dann immer, ich bin da, wo du bist, auch wenn ich weiß, dass ich die orange Schildkröte bin. Ich kann so schnell das gar nicht sehen. Na guck mal, wie wir uns auf der Arbeit oben. Ja, wie bei mir. Entschuldigung. Vorsicht! Kannst du den noch auf den Kopf werfen lassen, Odin? Vorsicht! Oh. Oh. Achso, da oben ist dieses Power Meter irgendwo, ne? Ja, müsste ich eigentlich auch gleich mal benutzen. Ist ja eigentlich keine Pizza zu essen? Vorsicht, da kommen sie gleich raus. Kann man das denn überleben? Den musst du den Fernseher dann weg. Achso. Einfach hat mich wieder an die Tür klopft da oben. Ja, vielleicht hätte man das aufmachen können. Kochstudio hier. Hat er einen Kochlöffel in der Hand gehabt? Ja. Ja. Au! Hat mir über die Birne gezogen. Sehr gut, sehr gut. Ha! Dass die so explodieren, ne? Sehr kinderfreundlich. Ich war schon die ganze Zeit irgendwie. Scheiße. Oh, oh, oh. Nacht, was ist der? Dynamite Strike? Oh. Toll, kann ich dich erwischt, ey. Kann ich jetzt was machen? Nee, du wirst. Was machst du denn? Ich versuche, ich glaube, du kannst du mich irgendwie. Kann nichts machen hier, weiß ich nicht. Hm. Hä? Was hätte ich denn machen sollen? Ja, nee, keine Ahnung. Ach, da bin ich wieder, achso. Du bist du doch wieder. Man kann sagen, das bin schon mal nicht ich. Jetzt bin ich nur fast. Da oben die Pizza. Hier, weißt du jetzt, wo. Was ist der Shit? Das ist eine coole Idee, ja. Jetzt, wo ich K.O. gegangen bin, da tauchen Lebenspunkte auf. Ja, das ist ja auch wieder. Ja, wir können jetzt irgendwie hin und her schlagen, ne? So. Oh! Hm, toll. Mich erwischt. Halt! Oh, Vorsicht, Schwerter. Niedlich gemacht ist es ja auf jeden Fall, ne? Das ist so. Oh, 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 oh. Was denn? Sehr gut. Hier haben sie ganz gut den Stil der alten Arcade-Spiele getroffen hier, ne? Ja. Das Falsche umgehauen. Das geht auch. Oh, scheiße. Hätte man kommen sehen können. Na. Oh Mann. Ja, ich glaube, wenn die im Flug sind von der Attacke von dir und ich dann nochmal raufhau, dann gibt's diese Kombos da halt auch, ne? Food News. Oh, oh. Schon wieder mich treffen lassen. Aber zu sehr in der Bewegung. Achso, oh, hättest du die nehmen müssen? Nee. Schlagzeilen-Klassiker gefunden. Okay. Ah, die muss man von hinten erwischen, die Jungs, ne? Ja. Der Stuhl ist ja auch gut da. Super. Bosskampf! Oh oh. So kennen und lieben wir ihn. Schlechte Nachrichten, Eber. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Ich wollte mal Link machen. Hat mir abgezogen. Ah, okay. Oh, scheiße. Mach du ihn mal, ich versuche hier, wenn hier was kommt, zu machen. Ja. Ah, scheiße, spät. Du darfst dich nicht von ihm treffen lassen, ja. Dann verlierst du da oben.
Vorsicht, wir machen den Rest hier. Scheiße. Vorsicht, er schießt. Haha, die trifft er auch. Vorsicht. Wow! Wow! Voll in die Fresse, ey. Oh! Sieht ja einfach aus, wie es ist, ne? Oh. Oh, ich bin, war noch weiter oben. Oh. Oh, 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 oh. Wo ist er hin? Ja. Du solltest dich nicht um die Viecher kümmern, sondern um ihn. Alles gut, warten ja jetzt. Mal kann ich dich irgendwie wieder. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Ach so. Ah. Muss ich dich berühren? Scheinbar. Ein Stück Pizza. Hm. Did. 50 Treffer. Ralf gewann die Sprinter-Auszeichnung, die meiste Zeit Rennen verbracht. 50 Treffer habe ich gelandet. Oh, war nicht schlecht. Chaos insgesamt 75, oder? Ja, gut, gut, gut. Ja gut, diese Bonusziele haben wir da jetzt nicht geschafft. Mal kurz in den Chat gucken. Dafür bringt Rev die Agro. Ja, das stimmt, ja. Beleb sie wieder mit Pizza. Ach so, so. Das war eine Doppelpizza. Die hat euch beide voll... Ach so, ah. Ja, berühren und Knopf gedrückt halten. Beide belebt Kollegen mit Pizza. Ach so, ah, wir sammeln die Pizza. Ja, wir sammeln die Pizza also ein und... Ja, ja, okay. Ah, interessant, ja. Also, ja, du musst ja A drücken, dann halt, ne? Okay. Ja, da. Meister hier bist. Oh. Hm. Ich wollte Schimmer im Kopf haben. Wir fahren nochmal kurz zurück zur 1, nur mal interessant. Hürden 2 von 3, Sammelwerke 1 von 2. Achso, ah, man kann also mal wieder zurück. Ja, ja, schon gut. Okay, okay. Ja, auch die Tür, die da so geklappert hat. Haben wir die nämlich auch? Ja, sowas zum Beispiel. Naja, vielleicht wieder auch hochgehen können oder sowas. Oh. Der ist doch viel größer als der. Die klauen unsere Reifen. Wichser. Also, kannst du noch sagen? Oh. Oh. Was ich noch nicht so drauf habe, ist, es ist ja halt hier so einer so oben und unten, da manchmal stehe ich verkehrt. Ja, und das stell dir jetzt mit 6 Leuten vor. Oh, hab die schon wieder eingesammelt. Power on! Ich rotiere so, ich fall damit gar nicht mehr auf. Ja, ich glaube, du hast einfach eine heftige Pepperoni-Pizza gegessen. Irgendwas war da eben. Ja, stell dir das mit 6 Leuten gleichzeitig vor, was hier los ist. Oh. Was ich da. Boah, Schweinearsch, ey, der hat mir voll einen weggezwiebelt. Die mit den Äxten da, die gab's doch damals auch schon hier. Bei Turtle, war das Turtles in Time? Ich glaube ja. Also, wo bin ich denn? Schon wieder falsch geguckt. Da, wir können auch nach unten. In den Keller, ne? Da rein? Da, oder? Oh. Nee. Achso, oh. Aber es sah gut aus. Also, hätte ja sein können. Wie die immer auftauchen und dann erstmal ihre Arme kreuzen, ne? So richtig, richtig stylisch. Oh, scheiße. Du hast sie nicht aufgehalten, hat mich angeballert. Na, das verstehe ich nicht. Warum kannst du denn das nicht? Ah. Yep. Ich habe die Tür eingeschlagen. Komm, ja, und wir hätten Irma, wahrscheinlich war Irma das vorhin auch schon. Ich wusste doch, dass da was drunter ist. Denn da stand ja Irma gespeichert. Ich denke mal, da steht wahrscheinlich Irma gesaved, also ja, gerettet, aber, ne? Vorsicht, ja, kann man das. Oh, ach, diese Roboter-Dinge. Oh, oh. Na, kommst du her. Ja. Hau mal die Pizza. Falsche Taste gedrückt. Ja, Pizza holen. Ja. Alles gut. Oh.
Geheimes Tagebuch. Wo wäre der hin? Ja, sonst ich da erstmal. Yeah! Ich denke die ganze Zeit, man kann diese Autos kaputt kloppen, aber oh. Die gab es doch damals auch schon, ne? Ja. Okay, man muss sie treffen, bevor sie hochgedingst sind, naja. Was mit ihm hier, der fährt vor. Oh. Oh. Hey, hey! Den miesen Ninja-Boomerang da. Juckt die Nase. Na, shit. Na, guck da doof. Oh. Klaut der Monitor. Den Monitor, genau. Ah, schade, ich dachte, der trifft da. Was ist? Ja. Weg da. Er hat mich festgehalten. Ah. Unendlich. Turtle Boot hier gehabt, ja, ja. Ich hab die Kanne drauf ausrutschen. Oh, oh. Dass die Dinger da zurückfliegen, ist mies, die Ninja Sterne. Das sind Schraubenschlüssel. Achso. Sonnen für Autos. Ja, doch. Hahaha. Oh. Boah, Alter, der ist da übel. Ja, die halten ein bisschen was aus, ne? Na, wer kommt da raus? Kommt da raus? Nee. Oh. Ha. Natürlich hat er einen Truck, ne? Okay. Ja, ganz suchen das Nashorn. Oh. Mal runter eben. Ja. Oh. Oh, das ist eine Bombe, shit. Nachher seine Granaten, ne, ja. Oh, Alter. Oh, Scheiße. Oh. Oh. Nein, tot. Was muss ich denn machen jetzt? Was muss ich denn drücken? Oder du überlebst noch 2 Sekunden. Dann stehe ich, glaube ich, automatisch auf, oder? Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, welchen Knopf ich da drücken soll. Da hatten wir gar keine Pizza. Also, ja. Hm. Ja. Mach einen Kraken. Also. Muss man in die Optionen sonst nochmal gucken oder so. Easy peasy. Mhm. Weil wir hatten ja Pizza eingesammelt, also. Muss man nochmal nachschauen. Aber nun. Vielleicht aus Zeichnung. Die meisten Gegner besiegt. Längste Treffer ist ja 54, ne? Ist wahrscheinlich, weil du diese Drehung da hattest. Aber guck mal, 6 Minuten 44, ne? Das ist jetzt kein endlos langes Spiel, so, aber ist in Ordnung. Hm. Unterwegs nach Wacken. Komm mal, Manga, du hast eine besondere Anfrage, irgendwas. Oh. Können wir da runterfahren? Mhm. Besondere Anfrage. Find ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe meine geheimen Tagebücher verloren. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? So.
Ja, eins haben wir ja gefunden eben. Achso, das ist A. Ah, wenn wir sie alle gefunden haben, dann können wir sie da abgeben. Ja, ja. Okay. Hm. Was sind denn Hürden? Ich glaube Hürden, das sind die Herausforderungen, so sie töte 10 Gegner mit Fallen oder so ein Kram. Oh. To revive, hold down, left shoulder button. Achso, den linken Schulter. Knopf zu wiederbeleben. Ach so. Oh, das ist eine Battletoads-Nummer hier, oder? Nein. Oh. Wir springen ja, okay. Oh, oh, oh. Ich weiß, wie soll ich die denn treffen? Gar nicht? Ich konnte gar nichts machen, konnte auch nicht mal springen. Ich kann die gar nicht treffen, wie trifft man die denn? Ich glaube, die treffen wir auch nicht. Müssen wir wahrscheinlich. Was, du scheiterst, wenn du was? Ja, wenn du Schaden nimmst, dann gibt es halt keine Bonuspunkte da, ne? Hahaha. Oh. Ja, ist so ein bisschen so eine Battletoads-Nummer, ne? Also springen und. Ja, aber wie kriegt man die denn tot? Oh. Da! Ach, scheiße. Oh, oh, der ist. Oh, und der war da! Oh! Ja, aber die zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich treffe die nie. Na toll, ich bin tot. Hey. Ah. LB. Links, nicht rechts. Ja. Oh, ich bin doch wieder dabei. Aber wie krieg ich diese? Krieg ich die Viecher da nicht tot? Oh, das ist auch wieder schon. Scheißdreck. Wie soll ich das? Wie soll man das denn jetzt machen? Ah, ja, yeah, so, okay. Ah. Oh. Oh, warum wollen wir Gegner aufweichen? Ich treffe die noch nicht mal. Kann man nichts machen. Kann man noch nicht mal lenken hier. Ach, schon wieder K.O.? Oh. Ich kann jetzt was fragen, oder? Ja, mach weiter. Egal. Boah, Mann. Irgendwas steht hier auch nicht. Oh, da kommt irgendwas von vorne, ja. Oh, ich dachte, man sammelt das so ein. Irgendwie bin ich zu doof. Hä? Oh. Das geht scheinbar auch, okay. Oh. Ja, komm schon. Oh. Oh. Das war interessant, ja. Das nicht. Was, aber muss man denn springen? Ja, es ist, glaube ich, einfach der richtige Rhythmus. Springen und schlagen. Ich treffe die nie. Ah. Oh Gott. Oh, oh. Ja. Oh Mann. Ah, Mann. Aber wenn man hier irgendwas kann.
Agiert denn man nicht auch mal irgendwann tot? Keine Ahnung. Man verliert auf jeden Fall seine Punkte, glaube ich, ne? Ja. Oh, also. Haben die Pizza. Einige sind ja auch ein Highscore-Spiel halt. Oh. Hier schon wieder. Tödlich zu crashen am Monster Truck. Was ist? Oh, oh. Oh, Vorsicht! Zu spät weg, ja. Vorsicht! Oh, 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 Kacke! Okay, wenn sie das machen. Oh, Vorsicht! Oh. Ich kann dich ja auch nicht. Ach, Scheiße. Ja. Oh! Das ist echt übel. Ich weiß gar nicht, wo man da hin soll. Ja. Ah! Ja, das ist schon haarig. Ah! Mann! Schaffen wir nie. Oh! Wie soll man da? Ich frag mich, also jemand, der. Oh, Mann! Zu dicht dran, das war ein bisschen oh, oh, dumm. Oh, oh. Ah. Oh, was ist das denn? Nein! Oh, fuck. Oh, scheiße. Ein einziger Treffer. Oh, nein. Jetzt waren wir beide tot, ne? So ein Mist. Oh. Shit. So ein Mist. Normal. Das ist ein Kacklevel. Die Flieger trefft hier am leichtesten mit der Spezialattacke. Ja. Ah, ja, okay, das ja, ja, hatte ich eben schon festgestellt, einmal kurz, aber. Ah. Okay, es ist nicht wie. Vergessen, wie die hießen. Das Battletoads, aber. Ähnlich nervig. Immer noch wie eine Anzeige, obwohl die ganze Battletoads auch, ne? Ja, jetzt haben sie das allererste Mal getroffen. Oh, oh. Achso, war das Loch, okay. Runter, runter, runter. Na, ja, jetzt, was man. Aber auch so ein bisschen, was man zu tun und zu lassen hat, schon mal. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich nur Glück gehabt. Halt du die vordere, du hast dir eine ungenietet. Oh. Oh. Oh, oh, ah! Was? Ich kann Biker, man die ne? Nicht. Ja. Ach, Scheiße! Arschkeks! Wow! Diesmal haben sie selber getroffen. Oh. Wow! Oh, was kommt denn? Ach ja, da kommt der Truck. Wo wollte ich denn hin? Scheiße. Das ist ja noch gar nicht der Kampf, ne? Ne. Oh, oh. Ah! Kacke. Was ist der gestürzt sein? Ich kann, also jetzt ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich noch nicht mal mehr hochspringen kann. Ja, das sind, glaube ich, die Schüsse von denen auch. Ja, oder? Aber ich konnte nicht mehr hochspringen. Oh! Achso. Oh! Hallo? Okay. Der gehört mir. Ich bin gleich tot, leider.
Die Freaks, ja. Ah, ja. Ja, das gut. Ist die Special Attack. Ja, also, aber ja. Jetzt ist sie auch verbraucht. Na. Oh. Was ist? Löcher. Löcher in der Fahrbahn. Ah! Kack. Pia. Halt. Oh. Er lebt noch. Hm. Okay. Oh, was soll denn das? Ab. Na. Nein. Oh, okay, gut. Ja, da sind sie wieder, ne? Es war ja knapp eben. Also. Ja, ich hätte mich nicht treffen lassen dürfen. Hier, wir müssen aufpassen mit seiner Knüppelkeule, die der kannst du. Vorsicht! Ja. Ach, scheiße, ich wollte noch wegspringen. Oh, oh. Ah. Oh. Aber wenn mich jetzt verarschen hier. Ah, warte, Vorsicht. Ja. Das ist mies, wenn die da. Ah, scheiße! Drehen. Oh! Wo haben wir denn noch hin? Ja, jetzt bin ich auch gleich tot. Ah ne, das bist du. Nein! Ah! Wie soll man denn jetzt noch was machen? Okay, danke. Jetzt hat's mich erwischt. Vorsicht! Ja. Klappt das? Oh, schneller, schneller, schneller! Ah! Oh! Also das ist aber auch, ey. Warte. Ja, das ist eine ungünstige Stelle, ich weiß. Achso, der Unterschied ist, wenn du einen wiederbelebst mit deiner Pizza, dann verliert er kein Leben. Ich stehe, ja, ja. Mal jetzt aber. Ja, ja, okay. Das wollte ich nicht aufnehmen. Oh. Wenn man ihn wiederbelebt, dann verliert er kein Leben, aha. Aber wenn er sonst da oben da ist. Ben Sonder sagte eben, das sind auch die Leben da. Puh. Ja gut, das ist. Ja gut, es muss auch anstrengende Level geben, ne? So ist es ja nun nicht, ne? Die meisten Warum gewinne ich denn schon. Eigentlich nie was? Doch. Du hast vorhin die meisten Treffer gehabt und hier hast die meisten K.O.s hast du die meiste Zeit. Du hattest jetzt immer die meisten. Nee, du hattest immer die meisten K.O.s. Das Battletoad-Level kommt noch. Ah. Destroy! Destroy them all! Jo. Müssen wir nicht. Was denn? Machen wir zurück. Ja. Schlägerei im Zoo. Na gut, da gibt's keine Sammelobjekte. Da haben wir alle. Hier fehlt uns eins. Ja. Wegen ihrem Buch vielleicht. Das meinst du, da gibt's auch ein Buch? Das kann gut sein, ja. Machen wir auch mal. Jawbreaking News. Jawbreaking News. Einmal noch. Ja, alles gut. Wir müssen da reinrennen, ey. Ich bin wieder ganz schlau voran. Ich war in solchen Spielen aber, glaube ich, auch noch nie wirklich gut. Weil auch Übungssache ist, ne? Na gut, es gibt ja wesentlich härtere noch als das hier, ne? Also, ja, aber ich war in sowas auch nie gut. Andererseits, ich sag mal so Streets of Rage und so weiter, da, oder auch die alten Turtles-Spiele halt,
Die sind ja auf einem ähnlichen Level wie das hier, ne? Also schon benutzerfreundlich, kann man das so sagen? Streets of Rage 4 zum Beispiel ist ja auch von Dotemu hier, die das hier gemacht haben. Die haben das schon ganz gut raus, das nicht zu krass zu machen. Ach ja. Cheater. Oh, scheiße. Auch schlau. Na, oh, Alter. Sag mal. Mal drei. Hat ich einen Wutanfall. Na, spielen Sie da Gameboy. Ausweichen. Oh. Ja, zu spät. Ja, wenn man mitten in der Animation ist, dann geht das nicht mit dem Ausweichen. Dann führt er die jetzt komplett durch. Gut, du stellst das Sammelobjekt auf die Tür. Ja, genau, deswegen. Da, ne? Da. Ja. Ah! Der Chefredakteur da, ja. Mhm. Gespeichert, ja. Oh, Mann! Ich schicke dir einen Koch mit der Dame ein. Und den Koch leveln. Oh, Mann! Time is up. Nope. Da bin ich schlechter wie letztes Mal. Na, abwarten. Du hast schon 34, treffe ich noch 9. Ah ja, wenn das Plus da drauf ist, dann... Ja, das ist so eine, die veranlickelt. Na. Warum ist denn die Pizza diesmal nicht da? Ja, hatte ich schon eingesammelt eben. Achso. Oh. Ja. Objekte benutzen auch sehr gut, ja. Oh. Haha. Ja, wie gesagt, dass sie explodieren, ist halt auch sehr kinderfreundlich gehalten, ne? Wobei, ich weiß das jetzt gar nicht genau. Waren das... Bin ich jetzt ein bisschen überfragt gerade. Waren das immer Androiden, die Foot Ninja? Oh, Alter. Der ist überhaupt nicht getroffen worden. Ja, nimm dieses Riesenstück Pizza. Oh. So nicht, mein Freund. Da! Komm, ich... Oh, scheiße. Wahnsinnig mit ihren Schwertern hier. Alter. Gesehen? Ja. Uppercut! Oh, Vorsicht! Ah, beides verkackt. Bin schon wieder tot. Da ist Pizza. Ich bin nicht tot. So, jetzt haben wir einen super Dive-Eingriff. Ne? Achso. Ja, manchmal packt man die auch, ne? Da muss man die jetzt irgendwie wegwerfen oder sowas. Der Muskelprotz. Sag mal. Ja, das war wieder schlau. Na komm, Wow.
Kannst du mal dein Ding da machen? Machst du das nicht? Du bist doch total voll. Ich nicht. Easy, easy. Oh, das liegt einfach so deinem Superangriff. Oh. Heroes in the Half Chill. Turtle Power! Yeah! Und nochmal rum. Ich. Wo ist denn immer noch am Laufen? Du kriegst immer alle Auszeichnungen. Ich krieg nie eine. Ich weiß jetzt ja auch nicht, was er mit Rennen meint, ne? Ich bin zu schlecht. Ich mag das Spiel nicht. Turtle Power! So. Genial! Du hast eine besondere Anfrage von... Nein, eine Anfrage von ihm auf jeden Fall. Was will er denn? Finde alle Schlagzeug... Achso, okay, das war ja schon klar. Ne? Ihr Widerlinge. Ja, eine Zeitung fehlt uns noch, ja. Den haben wir, glaube ich, alle, ne? So, genau. Ja, Hürden nur nicht. Ja, das war das mit, kein Schaden nehmen. Haben wir die Objekte? Das sind ja eher... Tagebücher? Hier war... Gab's keine? Nee. Oh. Schlägerei im Zoo. Rumble in the Zoo. Oh, sind die beiden das? Nee, ist ja schon wieder jemand Neues. Hm. Ich hab das ja. Ach, die Maulwurf. This ain't gonna be a walk in the park. Walk in the park. Stimmt, die gab's ja auch, diese Maulwurfstypen da, ja. Aber das könnte auch... Oh, guck mal, ein Papagei. Das ist eine Schredderstatue. Was? Das hat mehrere Schredderstatuen. Und ach, Leute. Oh. Rennende Leute. Ja gut, ich meine, es gab ja damals einige obskure Charaktere, so. Das könnte also vielleicht auch Leatherhead sein gleich. Das eine sah aus dem Krokodil, mal gucken. Falsche Taste gedrückt. Party, dude. Oh, falsch, jetzt ab. Boah! Hast du diese Würgeseile mitgebracht, hier, diese miesen Leute? Oh! Erzähl ich mit Eis essen. Genau, mach die Tonne kaputt, alles zerstören. Da war ein Tagebuch drin. Ach, das ist Attila! Ach du Scheiße, nein! Attila! Den kenne ich gar nicht mehr, guck mal. Dass die hier rumhängen, hätte ich ja noch nicht erwartet. Hilfe! Ja, unterwegs! Oh, schade. Ja, Attila, ey. Ja, das gibt drei so Frösche, die Shredder mutiert, um gegen die Turtles zu kämpfen. Ach so, und? Was macht der da jetzt? Die haben wir freigespielt eben, damit wir irgendeine Sonderquest haben. Ja, die haben eigentlich nur Bock auf Urlaub und so weiter. Die sind also gar nicht so kämpferisch unterwegs. Super gut, ey. Attila. Oh. Hier dann los, ey. Spinnenwolf. Dynamite Strike. Oh, 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 oh. Ah, miese Nummer. Ja. So kann ich grad nicht, du musst. Erwischt. Ich muss das jetzt auch nochmal benutzen. Pizza? Wieso isst du keine Pizza? War nicht gut. Geht noch. Oh, scheiße, das war dumm. Da unten liegt noch eine. Das ist das Sushi. Ja. Tschu. Achso. Oh. Das waren die Leute beim Krieg. Oh. Oh, 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 oh. Stampede! Das kann man etwas überraschen jetzt gerade. Für nächstes Mal springen wir weg. Hm. War das zu früh? Kommt da jetzt Horden? Oh. Na, auch nicht mehr. Oh! Ah, aber oh! Reicht, okay. Ich kann nichts machen, du musst nur auf Y drücken. Bei sowas. Das verstehe ich immer nicht, warum du das nicht machst. Ich
achte da oben nicht drauf. Ich drücke ja, mal. Drück doch einfach mal drauf. Ich kann nicht. Du musst einfach mal den Knopf drücken. Ich. Ah. Scheiße. Kann ich auf beide gegen beide gleichzeitig kämpfen? Vorsicht! Oh, die Tiger, pass auf. Da oben die Affen. Oh, Vorsicht, weg da, weg da. Hallo Affen. Na? Was? Nee, ich hab einen Käfer eingesammelt. Aha. Hier passiert das immer nicht, oder du wirst immer nicht getroffen im Gegensatz zu mir. Hm, was? Der hat uns geschildert. Was hat mich denn jetzt da getroffen? Die Affen werfen mit, naja, was auch immer Affen da machen. Mit Bananen. Oh, 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 also, oh. Ja. Oh, die letzte Schlagzeile, glaube ich. Vorsicht! Ja. Ah, scheiß Kerl. Kommen sie wieder? Nee. Oh, Krokodile. Oh, ich bin noch zu schwach. Ja, das geht aber schon wieder Ärger jetzt, ne? Wir sind beide. Ah, ja doch, du hast recht, der Maulwurfstyp, ja. Ground Shock und Dirt Bag, ja. Ach, scheiße. Oh, gestunt. Interessant. Mein Draht fällt völlig aus. Vorsicht. Bald, ja. Bald der Stier losläuft. Oh, Vorsicht. Achtung. Oh. Genau, den muss man einfach nur wahrscheinlich in dem Moment. Vorsicht. Ach, ausweichen, ne? Ah, oh, Mann, ich weiß noch gar nicht mehr, wo ich hinlecken soll, wenn du im Sprung bist. Oh, ja, das war ein bisschen. Oh. Alter Schwede. Ach so, der spießt denn da so. Hä, wo bin ich? Ey, oh. Ja, fast. Du musst auch mal den richtigen Knopf drücken. Ja. Oh, er lacht es. Jetzt brauchst du auch nicht mehr helfen. Ja. Ja. Jo, okay. Warte, der lacht das doch hier. Oh, Mann! Alles gut, alles gut. Da hätte man sich auf einen konzentrieren sollen, ne? Ja. Nee, das, ja, du musst einfach, ich hab dir ja gesagt, den Stier. Ach, scheiße. Braucht man. Okay, einer ist weg. Einer, was? Einer ist weg. Ja, den Stier braucht man nicht machen, wenn er rumrennt. Was ich? Ja, du kommst an den nicht. Ah! Spacken, ey. Macht er jetzt nur noch das? Ah. Jetzt, ja. Easy peasy. War gar nicht so einfach. Diese blöden Schaufeln, dann springst du hoch. Na gut, er erwischt dich trotzdem, ne? Dann kommt sie rausgeschossen. Chaos insgesamt, du. Ja, aber Raphael, Abrisskugel-Auszeichnung. Die meisten Objekte zerstört hast du, aber auch immer kam ich gar nicht ran. Aber Auszeichnung habe ich noch nicht einmal gekriegt. Oh, immer nur du. Du springst zu doll, was machst du? Ist das gut oder schlecht? Ich weiß nicht, er sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, aber ist sonst nicht egal. Ja, du wirst dich noch wundern, was sie alles für Raritäten eingebaut haben. Okay, dann besuchen wir ihn mal, ne? Gibt doch jetzt, was gibt's hier? Haben wir denn hier alles? Hm, nur die Hürden nicht. Ich weiß immer nicht, was sind Hürden. Und so ganz geschnallt irgendwie. Herausforderung halt, ne? Nicht getroffen werden, solche Sachen. Finally, my complete collection of hand wipes.
Haben wir denn jetzt 5 Punkte gekriegt? Okay. Also aber hier? Da fehlen noch welche. Wir haben noch nicht alle. Wie viel? Ach, noch 2. 3 noch. Ja. Please. Please. König ist Abwasser, der Abwasser. Ja, das wird entweder ein Leatherhead sein oder der Rattenkönig. Der Rattenkönig. Es wird 100 Pro der Rattenkönig sein. An den können wir auch noch dunkel erinnern. Oh ja. Ha! Vor allen Dingen sind seine, ja, Foot Ninjas und gucken Zeitung, ey. Was können die denn in ihren pinken Anzügen? Auf den ersten Blick nichts Besonderes, ne? Ja, glaube ich aber nicht. Die haben mir schon ein paar Mal ordentlich hier getan. Da. Das ist Tagebuch, ja. Ah, die können irgendwo einen Chuck Norris Roundhouse Kick, können sie doch alle. Ach, guck mal, wenn die hochspringen, schmeißen die ihre Ninja-Sterne da was. Ach so. Ja. Oh, hallo, ich hab, was soll denn das denn? Der Zug zensiert die Gewalt. Vorsichtig. Oh. Vorsicht, Fetzer! Ja. Du musst da runterspringen. Ja, gleich weg. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt kommt er natürlich wieder, ne? Ja, du musst darauf warten, bis er weg ist. So Pech gehabt. Ich hab nicht. Alles gut. Achtung. Oh. Vorsicht, Tonne ist an. Ja. Achso, da war gar nicht der. Oh! Kündchen Alarm. Mausers. Ja. Diese Wesen leicht zu treffen. Ich weiß aber auch nicht, warum er das macht. Ja, ich denke, du hast hier so eine scharfe Pizza erwischt. Nee, das war ein Automat, den ich zerstört habe. Na, ja, die schmeißen ihre Dinger da, ja. Die tun auch nicht sehr viel, um den Kopf von ihrem Chef zu holen, ne? Möchte ich ja mal anmerken, jetzt hier an dieser Stelle. Oh, 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 das will... Ach, Genghis Khan da. Wieso heißt der so? Ja, die haben die Namen der größeren Eroberer und so. Oh, Vorsicht. Dampf. Dann sag mal. Ich kann das also nicht treffen. Oh. Was ist da? Ding. Super Kombos! Ach, verleck mich am Arsch. Das ist wie so ein schäbiger Käfer. ekelhafter Käfer. Ach da, jetzt hab ich wieder auf den falschen Turtle geguckt. Warte. Ja. It's that time!
Oh. Sind da alle? Was ist das denn? Ja, da ist er doch. Oh ja. Diddle-diddle. I am the Rat King. You're trespassing on royal ground. Dude, you wear two bandanas? Achso, da müssen wir, okay. Ah. Oh Mann, kann nichts machen. Ja, das ist so bescheuert. Hm, toll, jetzt habe ich noch nicht mal getroffen. Vorsicht. Er ist allerdings auch nicht mehr so vorsichtig, nicht mehr so. So einfach zu treffen. Wo ist er? Oh, kleine Wickgriffel. Ah, Mist. Ah. Schwein. Ach so, da ist er. Oh, oh, oh. Ah. Ich kann auch nicht mal irgendwie mich bewegen, weil ich hier ständig von irgendwas getroffen werde. Wir haben ihn gleich. Ja. Muss ja noch durchhalten. Schildkröten. Kann ich gleich nicht wiederbeleben. Oh, oh, oh Mann! Ich, das ist ja, aber jetzt bin ich tot. Muss mich liegen lassen. Nee, ob ich nee, bin das? Ich, du lauf weiter. Ja, kann ich doch nicht. Macht mich doch ständig tot. Ah, okay. Wir haben doch noch Leben. Oh. Ah. Passt eine Runde noch. Oh, ich frag mich aber auch, du kannst, weißt du, dann kannst du sie nicht treffen. Oh. Na komm schon. Ah. Das war gut. Dingspunkt. Das war gut. Dass die Ratten es so siehst, nur vor lauter, denn du weißt ja, dass du die in der Welle nicht treffen kannst und so, das ist schon. Und dann siehst du die anderen gar nicht mehr. Oh. Die nicht meisten Gegner Angelo geworfen. Gewann die Kat- was? Du hast die meisten Gegner geworfen. Oh. Ich frage mich überhaupt, wieso sein Kopf nicht auf seinem Körper ist. Das ist alles sehr bizarr. Hm. Waren wir denn eben hier? Wir waren da, ja. Hm, alles gefunden. So. Oh. Maul Massaker. Das geht noch. Maul Meltdown. Crystal Palace Maul. Was ist das? Wer ist das? Gotta swing by the arcade, dudes. Ah, ah. Ah, ja. Dragon Jeffrey ja, und Mister. Hallo! Mach doch mal dein Ding da. Hab ich doch. Ja, obwohl im Sprung ist scheiße. Das machen, wenn du unten stehst. Nee, wenn ich diese Sprungattacke mache, dann trifft er ja alle im Bildschirm. Hat er ja eben auch nicht. Aua. Oh. Ja, ist richtig. Und weg. Ja, ja, weg, ey. Du bist doch geil. Er war ja weg. Sushi! Hm, scheiße. Oh, ja, warum eigentlich immer da, wo ich stehe? Naja, da muss man einfach wegrollen. Ah.
Ah, Mann, nicht dahin gehen. Oh. Ah, okay, ich bin schon tot. Ja, das hättest du da. Das war doch klar. Warten, bis der da fertig ist. Und dann muss man das machen. Oder? Ja, irgendwie funzt das hier nicht so. Zack. Oh. Dynamite strike. Dang. Die dann treffen. Hier ein Morgenstern in ihr. Da bin ich so das Richtige. Wie konnte der mich denn treffen? Wenn ich auf deren Höhe nicht stehe, treffen die mich, dann treffe ich die auch mal nicht. Da liegt eine Videokamera. OS Ketten, ja. Napoleon! Ha, da sind sie ja. Lustig. Oh, oh, oh. Oh, komm schon, da war. Nee, ja, das funktioniert nicht. Oh Mann! Ja, muss man, wenn er geschlagen hat, also einmal. Ja. Ah, das ist gar nicht so einfach. So, ich bin gleich tot. Ja, ja, ich hab gesagt, ich bin tot. Vorsicht. Ja. Ah, nicht hingehen. Achso, ja, 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 genau. Hm. Er ist wieder geschlagen, hat, naja. Ach, scheiße, ja, da hätte ich. Was? Was soll das denn jetzt? Weiter. Ja, noch ein dritter? Achso, ich häng fest. Popcorn! In der Popcorn-Maschine versteckt. Sushi? Achso. Vorsicht, dass sie ihn werfen? Ja. Toll, voll getroffen. Na komm schon. Okay. Ich mal wohl nicht kaputt. Oh, Schredder. Schredder? Aber das sah irgendwie nicht aus wie Schredder. Aha. Behold the might of Tempestra. Okay, die kenne ich auch nicht. Okay, gut. Vorsicht! Also ich weg ja. Von ihr. I. Alter. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Ja, super. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Also ich jetzt. Weg und weg. Ja. Ja, und das Ding ist. Oh, ich. Oh, scheiße. Ich komm da unten gerade nicht hin. Naja, ist gut.
Also. Vorsicht! Rollende Schildkröte. Gekriegt mit dem, ja. Der hier mit seinem. Oh! Vorsicht! Ja! Ich versuche mich wieder zu beleben. Ja, weil ich habe mir nur noch ein Leben. Oh, Mann! Genau, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ja! Ich frage mich aber auch, wo sollen wir denn... Okay, oh. Ich wollte es wieder wissen. Das wird nichts mehr, ich krieg das nicht mehr hin. Ich bin gleich wieder tot, verdammt. Weiß aber nicht, ob ich jetzt gleich... Vielleicht bin ich gleich tot. Will dann immer noch mal. Na, sie tut uns ja eh nichts. Nee. Da, ah, shit. Komm her, du. Mit Käse. Achso. Oh mein Gott. Das interessant, dass sie diese Toka und Razor als unechte Charaktere verarbeitet, als Videospielcharaktere verarbeitet haben, ja. Ich bin voll schlecht. Tempestra, ey. Ja, die sagt mir überhaupt nichts. Also, ich meine, sie scheint ja was mit Videospielen zu tun zu haben, aber... Unser Körper. Ah. Die habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Keine Ahnung. Aber... Die kam nur in einer Episode des Cartoons vor. Ach so. Jetzt hast du das weggeschaltet. Was soll das denn? Seine VHS-Kassette. Hey. Eine haben wir schon. Ja. You've got to find my VHS tapes. Alles gefunden. No. Reptilien auf den Dächern. Wir sind eh gleich tot. Ja, die ist schon wieder. Aber wir haben wieder drei Leben. Oh, Schwerträger. Ach, Leo wurde abhängig von ihrem Videospiel. Okay, ja. Ja, der gute Leonardo, ne? Dafür, dass er der Anführer war, hatte der auch viele Probleme. Wow. Kann mich auch nicht mehr bewegen. Ich liebe das. Warum trifft mich eigentlich immer einer? Und ich treffe ihn nie. Ja. Also. Ah, toll. Du bist in eine Grube gefallen. Ja. Ach, wirklich? Danke, Spiel. Leute, ich habe auch noch gedacht, scheiße. Oh, ja. Ich spring zu kurz, gerade. Ja, okay. Das Springen tun sie nicht so geil. Ja, muss wirklich besser hin. Ui. Was mit ihm da hinten, der hat Angst. Oh, wieso trifft er mich denn? Wer hindert das denn? Das nervt mich so. Weißt du, sieht aus, als ob der da. Oh. Kann ich jetzt mittlerweile auch schon, oder was? Was zeigt er keinen Bock mehr? Sterbe ich jetzt. Mit Absicht. Hm? Hallo? Achso. Oh, Fahrstuhl fahren.
Also jetzt kannst du deine Fähigkeit erstmal dauerhaft einsetzen, ja. Ja? Ja. Nicht, solange du blinkst, so. Ja, super. Das kannst du nicht mal einsetzen. Ja, super. Ich bin tot. Ich bin tot. Hey. Tot. Nee. So. Du belebst mich ja nicht. Das werde ich mir merken, ich mach das nächste Mal auch. Wäre nicht geschlagen, wäre geht das schlecht. Ja, das bin ich gut genug. Das Spiel zu hart. Also. Oh, es gibt ja noch ein Weiß. Ja, nimm mal die Pizza auf. Und zwar jetzt. Sonst mach ich das. Ich komm da nicht hin. Ja, hör doch mal auf zu springen. So, hör mal die auf. Jetzt hab ich die aufgesammelt. Ab. Egal. Das noch nicht mal mit Absicht, sondern weil es nicht anders ging. Sag mal, was ist denn mit denen los? Sind die irgendwie geschützt? Das soll die blocken, ja, ja. Ich hab dir dein Leben gerettet. Thank you. Ah. Oh. Aua. Da kommt er. No. Und komm her, du Lutscher. Okay, ich hab nicht gewusst, ne? Dass die runterfällt, ne? Scheiße. Na, das kann ich nun leider jetzt nicht machen. Nee, das ist gut, das ist gut. Ach, scheiße. Ich frag mich mal, wie man das alleine machen soll, aber ich glaube, da sind das mit den Gegnern vielleicht anders, ne? Dein hätten wir nur durchhalten müssen. Ja. Vorsicht. Spieltyp. Hallo. Ach, hier, wie hieß er denn noch? Der Fledermaus-Typ da, ja. Beste Kumpel ist ein schönster Albtraum. Na, das kann ja jetzt was werden. Oh. Oh. Ah. Ich hasse euch, also die Typen hier. Vorsicht. Ja. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ja! Oha. Zumindest vielleicht kämpfen sie sich auch gegenseitig, ne? Das ist, oh. Oh, scheiße. Ah. Das kann nicht. Alles kann gut, nicht, glaube ich. Ah! Na! Oh, Mist! My horns! Ich hab einen One-Up gekriegt, augenscheinlich. Ja, mehr Leben. Mehr Leben, ja.
Wieso nicht? Pazifistenauszeichnung. Die wenigsten Gegner besiegt. Ja, ich schätze mal, erzählt das immer wieder ab da, wenn man einmal gestorben ist oder sowas, weißt du? Da fängt er wahrscheinlich bei 0 an, schätze ich, denke ich. Ach, ich bin schlecht. Na. Wie hieß dieser fliegende Fledermaus-Typ? Der fliegende Fledermaus-Typ, ja. Der Fledermaus-Typ denn noch, ne? Wir müssen ganz zurückfahren. Sieht so aus, ja. Ja, wir müssen so eine Abkürzung machen können, ne? Haben wir doch. Oh, stimmt. 75 Punkte. Ja, wo kommen denn diese Punkte hin? Oh, vielleicht im Turtle-Versteck? Panik in der Luft, das mache ich noch, dann höre ich auf. Panic in the sky. Jo, ist okay. Ja, da ist er doch, der Fledermaus-Typ. Ja. Das ist wieder so ein... Wieso trifft man die denn nicht? Boah, also das... Keine Ahnung. Dann kommt direkt die nächste. Ah. Ja, was mich so ein bisschen da. Also, ich hab mich noch letztens bei Elden Ring, ich dachte, das ist immer toll. Dass der mich trifft und die anderen nicht. Oh. Ich denke mal, du musst ja dann, also was das verstehen. Was? Oh, was bin ich denn jetzt hier? Oh Mann. Umzingelt. Shit. Ah. Vorsicht. Lass die dagegen fahren. Naja. Ah, du bist dagegen gefahren. Na. Irgendwie muss es doch besser gehen, dass man sie trifft. Ich weiß es nicht. Ja, also mich treffen sie auf jeden Fall. Oder. Ich lasse ihn dagegen. Oh, ach, wieso kommen denn die? Ich denke, die kommen. Hä? Ja, das ist das falsche Anzeige, wenn ich jetzt falsch bekomme. Oh, hier. Ja. Oh. Warum guckst du denn nicht? Ich hab noch geguckt, ob du den falschen Knopf gedrückt hast, nach vorne ja, gefahren. Ja, jetzt kann ich die noch nicht mal mehr hier wiederbeleben, weil ich nicht weiß, was die Phase ist. Hättest du doch die Pizza nehmen können, die flog doch genau auf deiner Höhe. Ja, aber ich hab den falschen Taster gedrückt. Bin vorgecruised. Vorsicht. Oh. Oh. Oh, scheiße. Oh, oh, ah, oh. Die nicht. Also was mich nervt, ist, dass du die... Oh na toll. Was habe ich denn jetzt für einen Knopf gedrückt? Was sollte das hier machen? Oh. 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 Und? Nee, ich mach hier. Egal. Oh, 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 ausreichend.
Ja, die werden natürlich getroffen. Das ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber die lassen uns ja keine Wahl. Pizza Time! Oh. Party, dude. Also. Mock Pit oder so? Mock Mock? Wingnut, okay. Oh, Vorsicht. Oh oh. Raketen? Also. Wie soll man der Sache denn ausweichen? Treffen wir ihn überhaupt? Ja gut, also wenn er die Raketen schießt. Oh, bitte. Oh, Alter. Warte ich. Oh. Ja, ist richtig. Ich versuche hier. Ich bin durch. Ich versuche mich, du versuchst ihn zu treffen. Ja. Ich versuche die Freakskills zu treffen. Aber wenn sollen wir denn das hier noch durchsteigen? Boah, ja, ja. Hast du ihn irgendwie getroffen? Ja. Ja, ist gleich. Oh, Mist. Ah. Macht nichts, alles gut. Verlierst du jetzt noch dein Leben? Ja, schade. Ja, gut, aber. Das habe ich gerade gedacht, vielleicht kann man das mal aufhalten, weil er ja tot ist. Oh. Die meisten sind in der Luft. Oh, Michelangelo, hey. Fliegerauszeichnung. In einer Map, in der man nur in der Luft ist, ist ja auch speziell, ne? Jetzt stürzt er auf den Strand, aber ich weiß gar nicht, was wir von ihm wollen. Also, wir haben ja, er hat ja den Körper eindeutig fallen gelassen. Zeppelin. Turtle-Versteck. Wie viele Maps hatte das Ding? 10, oder? Weiß das zufällig gerade einer? Ich glaube, es waren nur 10 Level, ne? Aber hier kann man nicht halten, ne? Hat sagt die Uhr. Naja, gut, einer geht noch. Ich glaube, es waren 10. 10 Episoden. Ha, da. Leatherhead. So, Coney Island. Mehr? Doch mehr als 10? Achso, ja gut, okay. So. Schießen die mit Pümpeln? Die Pümpelhacke, Alter. Das gibt's ja nicht. Quackshot-Diebstahl hier. Die sind ganz schön kacke, die. Aber ja, Wingnut schön. Sieht schlecht aus. Ah, wie gut. Pümpelgewehre, ey. Die Idee. Finde ich gut. Ah, du hast mich getroffen. Arsch. Kranken-Idiot, ja. Vorsicht. Hotdog-Wagen. Verstehe den Hotdog-Wagen. Los, mach irgendwas. Ich hab Rasputin gefunden. Boah, sag mal. Will ich jetzt verarschen hier, oder was? So, da, das halte ich davon. Plop, plop, plop. Aber Rasputin? Das ist Rasputin, ja. Ach ja, Rasputin, ich wollte nur gerade sagen, wer bin ich denn? Rasputin, oh, die musst du aufpassen. Genau, nicht wie ich. Naja, nicht springen, ne, ja. Ja, du musst warten, bis die, wir sind wieder beim Thema, warten, bis die zugeschlagen haben. Na, dann steckt er nämlich fest, aber man ist ja immer so ungeduldig. Aua. Ja, ja. Diese ja, Latten hier, ey. Oh. Warum treffen die die eigentlich nicht? Bin ich dabei. Oh. Das wusste ich nicht. Alles gut. Oh. Oh.
Also, doch nicht. Okay. Der wiegt wohl einiges. Kann leider nichts machen. Aufsammeln. Gut, hat er da. Oh, ich schmeiß Bomben. Ah, scheiße. War er nicht hoch? Oh, ein Schwarzer. Diese ekelhaften Käfer irritieren mich ja ein bisschen, ne? Aua. Boah, Alter. Ja. Ah. Boah, Alter, will er mich. Der spinnt doch auch ein bisschen, ne? It's a time! Es wäre dein Rückwärtsleiter ausführst, okay, gut. Achso, das Ding wahrscheinlich, ne? Testen, Leute. Das ist ein Blanzerplatten. Aber wie? Achso. Okay. Mach das schon? Der geht nicht. Ich meine, wir haben es ja geschafft, glaube ich, ne? In Zeit noch. Nehmen wir trotzdem alle mit. Ja, kann er selber fahren. Boah, scheiß Bretter, ey. Vorsicht, nicht darüber. Oh, Vorsicht. Ah. Ha, da wäre er nicht gerechnet. Wer ist er doch? Leatherhead. Gut, ist ja nicht unbedingt einer von den Bösen. Der ist ja eher. Eher sein eigener Chef. Der Sultan der Sümpfe. Oh, schade. Ach so, da darf man nicht stehen, alles klar. Das ist ja nett von denen. Wow! Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ah. Oh. Warum trifft er mich eigentlich immer nur? Ich bin tot. Ja, ich sag ja. Holy guacamole! Du kannst ihn mal wiederbeleben. Ja, ja. Er springt ja jetzt sowieso erstmal durch die Gegend, ne? Ja. Ja, ich glaube, das muss man einfach auslisten, wenn er so umher. Super Sprungangriff und irgendwas ist gerade im Chat passiert. Ich kann er nur gerade nicht nachgucken. Also, danke für den Follow. Ich
schätze, es war ein Follow. Oh Mann. Was ist denn? Und den meisten Schaden erlitten. Die meisten Schaden erlitten ist keine Auszeichnung, die man gerne hat. Da steht aber Tank-Auszeichnung. Ja, weil ich den meisten Schaden getankt habe. Kann man jetzt so sehen, wie man will, ne? Du bist ein Arsch. Weißt du, wieso? Jetzt ist mal spitze alleine. Ich werde hier beleidigt. Bist du gar nicht? Na klar. Oh, vom Punk-Frosch haben wir eine Anfrage. Aha! Jetzt ist irgendwie, was ist denn hier eigentlich los? Ja, ich denke auf jeden Fall, irgendwas ist da gerade passiert. Ach, die sammeln die ekelhaften Kröten. Ach so. Käfer, nicht Kröten. Käfer, ja, ja. Wo ist doch die Uhr? Sie sagt 44. Eins noch, dann sammeln wir 10 voll. Ein paar Schraubenlogger. Wo ist das denn, eine Schildkröte? Silicon Alley. Ach so, das geht. Ich würde ja auf Baxter Stockman tippen jetzt eigentlich. Aber das sah irgendwie überhaupt nicht aus wie er. Wer hängt denn noch mit Robotern rum und so? Ah, das könnte dieser, wie heißt der denn noch? Dieser Goliath? Nein. Ich kann gerade nicht nachgucken, weil der steht ja auch im Regal hier. Dieser riesen Roboter, den Schredder doch da baut, ja. Kriegt man. Oh. Diese Fragge ist, ne? Okay, ich glaube, das soll nicht so sein. Los! Oh, oh, da fällt irgendwas runter. Bumm. Ja, mehr wie aus dem Weg gehen kann ich auch nicht, aber... ist ja scheinbar nicht gewünscht. Boah, Arschkick, ey. Das Spiel hat sich aufgehängt. Ich hatte zu viele Explosionen gleichzeitig. Okay, der sieht ziemlich cool aus, ja. Gutes Design. Mann. Aber ziemlich, ja. Oh Scheiße, wenn man kommen sehen kann. Ah, ich kann sowas auch immer nicht immer schön draufschlagen. Ja. Sag mal. Kann aber auch nicht sein, dass die Schläge stecken die denn ein. Wir müssen, glaube ich, mal mehr zusammenpacken. Weißt du? Ja. Yeah. So. Oh, Faust. Oh, 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 oh. Ah, oh. Ja. Oh. Ich kann aber auch nicht. Ich kann auch mehr wie drücken, kann ich zum Beispiel auch nicht. Da hat sich auch irgendwas aufgehängt. Der hat dich so dermaßen heftig weggeschleudert. Oh. Oh, das ist eine Pizza. Gönn dir. Oh. Okay, also runter kommt man nicht wieder, ja gut. Vorsicht. Oh. Falsche Richtung. Egal, es funktioniert. Ah. Was will denn da? Ja, das aber auch, ey. Vorsicht. Ja. Schark, das schafft. Ja, es schafft. Ah, scheiße. Das war schon wieder nicht. Und tschüss. Oh, was ist ja die Kleinen noch, hä?
Noch eine Falle. Ist der Essen drin? Ah ja. Los, pack sie weg. Ah. Oh, nicht. Sehr gut. Ein paar von diesen Hürden schaffen wir ja doch immer irgendwie. Wow. Jo. Oh Mann, du kannst aber. Scheiße. Ja, kannst du vergessen. Ja, an manchen Stellen ist es echt mies. Aber ist okay. Scheiße, ja, hier, die machen mich wie klein. Ding. Ja, komm, schnell. Was war denn hier los, meine Güte? Was im Sonderangebot. Ach, hier, ich hab seinen Namen vergessen. Aber ist auf jeden Fall so ein ferngesteuerter Turtle. Ja. Metalhead, genau. Oh ja, sehr geil. An den hab ich auch nicht gedacht. Oh, Metalhead. Oh, Vorsicht, der schießt da. Raketen, ne? Whoa. Ah, nee, kannst vergessen, geh da nicht an ihn ran. Ich versuche hier die Freaks tot zu machen, die Kleinen. Mhm. Wäre aber auch mehr schlecht als weg. Scheiße. Raketen. Ich wusste jetzt nicht, dass er da auf mich zuspringt. Die kannst du schießen auf ihn. Ja, aber das Schutz jetzt. Zack. Ui. Oh, scheiße. Ah. Ach, der wirklich. Oh nein. Also ich laufe einfach vor ihm weg. Scheiße. Ja. Oh. Na egal, das wird wohl noch klappen jetzt. Okay. Ja. Der arbeitet irgendwie nachher für die, ja. Na geschafft, du wurdest höchstens zweimal von innen in Erre. Oh, wir haben, glaube ich, gut abgeschnitten. Diesmal. Obwohl das ein ziemlich wildes Level war. Ja, irgendwie putzt er nachher bei denen zu Hause und solche Sachen. Meine Sachen sind das scheinbar nicht. So, jetzt haben sie Crank doch was zusammen. Tonight I dine on turtle soup. Sind wir, glaube ich, ungesinnt. Ja. Oh. Oh. Jetzt gerade nicht. Jo, wir fahren illegal auf den Bahngleisen. Ja, ich weiß es. Was denn? Und da haben wir alles drin hier. Alle Sommerobjekte, ja. Eine Hürde würde fehlen, oh. So. Das war jetzt für mich ein guter Abschluss. Ja, das passt auch, ja. Es ist 10 Uhr. Wir gucken aber, bitte. Wir gucken nochmal ins. Wo war das Gamepad? Ins Turtle-Versteck. Wie geht das denn? X Shadow. Okay. Achso, es sind.
Also in den einzelnen Kapiteln, ne? Ja, okay. Clowns. Schließt den Story-Mode ab? Ja gut, noch nicht. Schau dir alle Enden im Story-Modus an. 7 Enden? Na, wahrscheinlich für jeden Charakter wahrscheinlich, ne? Oder wart ihr? Weil du musst das ja Solo spielen, schätze ich mal. 7 Charaktere vielleicht, ja? Arcade-Mode? Ja gut, das ist, ja. Arcade-Mode ist noch mehr Action als jetzt schon. Schließt den Arcade-Mode mit nur einem Versuch ab? Oha. Okay. Ja, ja. Ich kann das gar nicht lesen. Warum nicht? Das fürchterlichste kam, weil du da zu schnell selbst. Noch einer nach oben. Hm? Ach so. Ja, wir leben ein Team gerade Multiplayer, wieder haben wir ja alles. Team-Angriff haben wir ja auch. Wir leben den gleichen Team gerade dreimal in einem Abschnitt. Ach so, okay, in einem Abschnitt, ja, ja, gut. Okay. Sind ja alle Kurzauftritte im Story Mode? Ja, gut, haben wir ja fast alle. Besondere Anfragen. Okay, da fehlen auch noch welche. Gewinnen das Minispiel in Coney Island. Das war es mit den Luftballons, schätze ich mal, ja. Super Angriffe, ja, ja. Führe eine Serie von 250 Treffern durch. Ja, okay, da brauchen wir aber schon irgendwie was Dickeres, was nicht sofort tot ist, ne? Werde getroffen, während jemand verspottet ist. Erste 20 Pizzas, ist ja gut, ist eigentlich, ja. Na, guck mal da. Fehlt noch ein. Sammelgegenstand. Braucht keine Mutter gehen. Ja, okay, ja. Ein paar schöne Sachen dabei, ja. Was haben wir noch hier? Was ist denn? Achso, das sind die Sammelgegenstände. Naja. Käfer. VHS-Kassetten, das fehlt uns noch. Die Charaktere, ja. Normalerweise, ja gut. Genau, hier. Das gar nicht Attila. Du bist viel zu schnell, Jingis. Das bringt keinen Spaß. Und was willst du das alles lesen? Ich kann das nicht lesen. Nee, ich kenne ja nicht die Frösche. Naja, gut, da steht ja jetzt auch nicht sonderlich viel, ne? Ja. Weiter? Das sind das Punkfrösche. Punkfrösche, ja. Punkfrösche, ne? Ja, das ist komisch, dass der jetzt dazwischen ist. Smaragdgrüner Hitzkopf. Ja gut, das haben wir alles nicht und jetzt wieder hier, ne? Okay. Ja, gut, so viel fehlt uns eigentlich gar nicht mehr, ne? Nee. Wohnzimmer. Achso, das sind die. Ja, genau. Ja, ne? Eigentlich haben wir alles, nur ja, keinen Schaden nehmen. Das hat noch nicht so geklappt. Also 5 Schleuderwürfe. Ja. Ja gut, und ne? Ja, meistens hängt das mit Schaden nehmen zusammen, was wir noch nicht haben. Das hätte ich nicht schaffen. Naja. Ja gut, aber wir sind nicht unbedingt schlecht, das würde ich jetzt so nicht sagen. Moin, Massaker, ja. Ja gut, Kleiderständer, ja gut, das ist ja Sache, da kannst du drauf achten halt, ne? Rutschangriffe. Wenn das Level ohne Superangriffe. Oh, ja. Okay, ja. 2 Treffer. Obwohl, hier haben wir gar nichts geschafft, ne? Ne? Also bis auf die Sammelobjekte, ja. Einfach Schrauben locker, werf Gegner um. Achso. Ja gut, Gegner, ja, okay. Naja, das sind wir jetzt, ne? 11, ja. Wenn es die vielleicht noch gibt, ne, noch nicht. Fitness-Tagebuch. Achso, ja. Genau, die leveln ja ab halt, ne? Ja. Achso. Ja, das sind die Sachen, die dann halt, genau. Deswegen ab 800 Punkte, da hatten wir, ab Stufe 5 hatten wir ein Leben mehr. Ach, da heißt das One-Up gekriegt im Kampf. Bei Level 9 gibt es noch eins mehr. Zusätzliche Lebenspunkte, okay. 18 ist auch das Ende, ne? Ja, war gut. Na gut, aber ich dachte, hier kann man auch irgendwie was frei aktivieren oder so. Aber ne, muss man wahrscheinlich, das wird ja wahrscheinlich einfach so gemacht. Was ist los? War das zu viel Gekämpfe, ja?
Ich kann immer so schnell nicht lesen und das stört mich dann. Ach so. Ja, ich will immer klack, 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 klack und ich denke, Alter. Kannst du nicht so schnell lesen? Nee. Achso, weißt du, dass du... Das sagt der Legastheniker, oder was? Ja, so, richtig. Ja, schnell lesen und falsch schreiben sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja, sehr schön. Das war doch eigentlich schon mal sehr lustig. Dann machen wir hier demnächst weiter an Level 11. Das können wir machen. Auch wenn ich sehr schlecht bin. Ach, das war... Du kriegst die ganzen Auszeichnungen. Na, also super. Aber den meisten Schaden eingesteckt ist keine Auszeichnung, die man haben will. Glaube ich. Wäre lustig, wenn die gesammelt werden würden, aber das tun sie ja nicht. Das sind Dinosaurier. Ja. Kleine Stelle für den Park, ne? Nee, das ist ja der Central Park, der ist gerade in der Mitte. Kommt der nicht irgendwie da raus? Der ist gerade verlassen, ja? Select your hero. Achso, ist er wieder hier, naja, okay. Haben die jetzt eigentlich den... Achso, ah, guck mal, die fangen alle bei 0 wieder an. Naja, ja, okay, verstehe, ja. Na gut, eigentlich hast du... ja gut, du hast zwar nicht mehr Schaden und sowas, aber du hast natürlich mehr Lebenspunkte und deinen ganzen Kram, ne? Wenn du mit dem jetzt weiterspielst, stell mit dem... Naja, okay. Interessant. Ja, Erfolge... Das hatten wir eben schon gesagt, sind die, naja, genau. Arcade. Spiel dir noch eine große Herausforderung, suchen... Eine begrenzte Anzahl Leben, Wiederholung und keine gesprächenden Fortschritt. Achso, ja, also quasi als ob man am Automaten stehen würde. Dasselbe Spiel, nur ohne die Story-Wendung und sowas, ne? Wahrscheinlich ein bisschen härter vielleicht noch. Ja, sehr cool auf jeden Fall, Ja, nicht schlecht. Aber Banga! Weil ich bin in sowas augenscheinlich äußerst schlecht. Wenn man danach geht, sind wir beide äußerst schlecht. Wieso? Ich würde wetten, wenn wir jetzt auf YouTube gucken würden oder so, wären da ganz andere Cracks unterwegs, die... diese ganzen nicht getroffen werden Erfolge und sowas auch schon alles haben. Ich meine, ich habe irgendwie das Problem, das passiert mir halt manchmal, weil wir haben natürlich, wenn jetzt einer lila und einer orange wäre, wäre das noch was anderes. Die Farben sehen sich natürlich so relativ ähnlich. Und ich ja. Denke dann immer, oh Mann, ich habe doch gar keine Spieße in der Hand, ich habe das hier an Schakos. Und dann guck ich gar nicht, mache ich irgendwas, was völliger Blödsinn ist, weil ich auf dich gucke. Ja, und stehe aber irgendwo anders, wo ich gar nicht verstehe. Ja, gut, okay. Ja, aber das ist mir ja auch schon passiert. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und ja, wie du schon sagst, sie sehen ja natürlich auch sehr ähnlich, die vier Jungs, ne? Nee, ich war jetzt da orange haben. Hätte jetzt einer blau und einer orange oder blau so, und rot. So, die ist, finde ich, unterscheidet sich ein bisschen besser. Ja, ja. Ich finde, die beiden haben halt so eine ähnliche mit orange und rot. Ist das so ähnlich? Achso, ja, gut, das ist natürlich auch richtig. Ja. Mal umschalten hier so. Das ist auch richtig, ja, stimmt. Wo haben wir denn der? Der OBS, ja. Was lernen wir daraus? Jeder sollte Leonardo im Team haben. Ja. Gut, dass es nicht die Originalfarben sind, ne? Alle rot. Ja, das stimmt. Da waren die alle rot. Was schützt du so mit dem Kopf, hä? Ne? Wo recht hat er recht. Geschüttelt von wegen alle rot. Ja, die waren alle rot vorher. Ja, deswegen. Oh, ich hab einfach nur geschüttelt, ja, wer macht die denn auch alle rot? Die Erfinder hatten damals. Ich hab nicht gesagt, dass das nicht stimmt. Ach, das ist ein. Hilfe! Hilfe! Was heißt denn hier Hilfe? Geh weg! Julia, nimm den ekligen Käfer oder was die da ja. suchen, ey. Aua! Au! Au! Ist eine Pizza! Ja, nicht wieder was versprechen, was du nicht halten kannst. Was? Eben, rot ist so eine furchtbare Farbe, Verturtle. Findest du? Naja. Alle rot finde ich doof. Nur Blödis mögen rot. Ja. Ja. Blau, ne? Ultramarine blau und so, ne? Ja. Schon klar. Ja, nee, also doch, sehr cooles Ding. Sehr, ja, ich will nicht sagen unbedingt kurz oder sowas, aber, ja, guck mal, wir haben jetzt ohne wirklich viel Erfahrung und wissen, was da los ist, haben wir für eine Map, für ein Level da etwa 6-7 Minuten gebraucht. Ja, trotzdem. So gesehen sind die Bosskämpfe ja auch nicht unbedingt so krass, ne? Wenn man das, glaube ich, nachher ganz gut raus hat,
Welche? In manchen Situationen muss man am besten gar nichts machen. Am schlimmsten ist, wo sie das Auto haben. Das jetzt. Ja, das mit dem Auto ist ziemlich übel, ja. Aber auch die Nummer mit dem Laserhead zum Beispiel. Eigentlich hätte man einfach da, wo er durch diese Gitter springt, einfach gar nichts machen müssen. Einfach beiseite gehen. Versucht auszuweichen. Oder mit hier Tempesta da. Na, da ist es ja eigentlich auch nur, dass man sie eigentlich ignoriert, wenn die anderen beiden da rumlaufen. Es ist schon kurz, ich tue dir ja auch nichts. Es ist schon kurz, aber ich habe lieber ein gutes, kurzes Spiel als 80 Stunden furchtbare, langweilige Zeitquest. ja, richtig, ja. Das stimmt, ja. Hier gibt es auch Zeitquests, aber nicht so hart. Aber die sind ja, die machst du ja einfach normal beim Questen, ne? Ja, es ist angenehm. Es ist vollgestopft mit allerlei spaßigen Sachen, so, und ich wette auch, wir haben eine Menge Kram im Hintergrund vielleicht gar nicht gesehen, der da passiert ist. Hier in der Wingnut Map im Himmel da ist ja auch das Turtle Zeppelin im Hintergrund rumgedüst und sowas. Ja, das habe ich ja nicht wahrgenommen. Und ich schätze, hier und da waren sicherlich noch ganz andere Anspielungen, wo man dann vielleicht gesagt hätte, ah, hier, da, cool. Na, so, aber, und ich sag mal, durch diese Hürden, Herausforderungen, wie auch immer, hat man ja eigentlich auch Gründe, das immer mal wieder anzuspielen. Beziehungsweise, wenn du alle Charaktere auf Max haben willst und so weiter. Ja, und sowas wie 9 Foot Tall. Ja. Also, es ist schon cool. Ist halt ein Liebhaberspiel, ne? Einerseits für die Brawler-Szene, Streets of Rage und sowas, und andererseits halt für die Turtle-Spieler-Fans und sowas. Ne? Also ist schon... Das ist eins der wenigen Lizenzspiele, was wirklich mal wieder super ist. Die letzten wirklich guten Lizenzspiele, ja, die Batman-Arkham-Dinger, die schon lange her sind, und vielleicht die Spider-Man-Spiele für die PS4, die habe ich auch noch hier liegen, da noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, die sind auch noch sehr gut. Und dazwischen wird es eigentlich relativ mau mit guten Lizenzspielen. Turtles hat da schon viel richtig gemacht jetzt hier, ja. Genau. So. Was sagt mir das? Duschen. Cowboy und Indianer. Ich muss duschen. Ja. Noch. Ja, ist ja jetzt auch gehen. Ist ja jetzt auch gute Zeit zu gehen eigentlich, ne? Genau. Und du hast was Wichtiges in Level 2 verpasst. Hab ich? Dann muss ich da ja nochmal rumgucken. Also, nicht gerade jetzt und so, aber da wollen wir mal ein Auge drauf haben. Du erinnerst dich bei Turtles in Time in Level 1, Big Apple, 3 AM, ja. Turtles in Time, ja, mit eins der besten, ne? Ja, muss ich nochmal... reinschauen? Big Apple 3 PM, ja, scheiße. Ach, stimmt, 15 Uhr, ja, hatte ich doch eben schon beim Durchblättern da gesehen. Ja, 15 Uhr, so, stimmt, scheiße. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, ja. Ja, Turtles in Time und so, ne, da kommt ja noch die Kawabunga Edition irgendwie jetzt Ende des Jahres mit allen alten Titeln. Ja, Entschuldigung. Ist das schon mal gute Nacht? Ja, ich muss noch duschen. Ja, ich ist doch alles gut. Weil wenn ich jetzt geduscht habe, bis ich dann im Bett bin, ist es 11. Deswegen. Ja, alles in Ordnung. So, gute Nacht schon mal. Und ja, ich finde das Spiel eigentlich auch so ganz geil. Aber ich bin augenscheinlich nicht der Typ. Also ich bin, ist doch nicht so, dass es mir keinen Spaß bringt. Ich bin nur so, ach ja, wieder nichts gewonnen. Also so irgendwie kriege ich das nicht so hin, glaube ich. Doch, nächstes Mal läuft das alles ganz anders. Alles gut. So, nächstes Mal wird aber nicht morgen sein, weil morgen fahren wir ins Kino. Morgen ist Mittwoch, ne? Ja. Morgen sind wir im Kino. Da müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht Freitag oder sowas irgendwie. Mal sehen, mal gucken. Auf jeden Fall wird hier noch weitergemacht. Ich glaube, diese Awards sind im 6-Spieler-Modus auch besser verteilt. Ja, das glaube ich auch, ja. Dass du da besser rankommst, also was jetzt besser rankommst, aber das denn, ja. Da verlieren ständig 5 Leute, aber es wechselt auch häufig, ja. Das ist richtig, ja, das wird sich da alles ein bisschen mehr verteilen, ne? So, jetzt muss das Spiel einfach zwischen 2 Leuten hin und her chingen, da so, ja. Das ist ja denn nicht sonderlich special, ne? So. Dann würde ich mal sagen, war das auf jeden Fall eine sehr lustige Nummer. Und wir setzen die demnächst fort. Und ja, jetzt ist denn erstmal Feierabend für heute.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin nicht enttäuscht, dass ich mir das nochmal bestellt habe jetzt als physische Edition da halt, sag ich mal. Sehr cooles Ding. Und ja, mal gucken. Bekannter von mir wollte das ja auch noch haben. Lass mich das anders sagen. Ich glaube, dass das Problem in Anführungsstrichen ist, vielleicht, wenn man das jetzt gespielt hat, also durchgespielt hat, sag ich mal, ne? Da hast du die Erfolge gemacht, da hast du die Charaktere hochgelevelt und so weiter. Denn bietet das so natürlich nichts mehr, sag ich mal, für dich. Ne? Außer halt eine schöne Nostalgie und so weiter und so fort. Und die Sache ist, ob du es denn nochmal großartig mit anderen spielen würdest, so nachdem man so, hey, ich hab mir hier Turtles Shredder's Revenge gekauft, ne? Wie sieht aus, wollen wir zocken? ne, halt so, vielleicht als Einstiegsspiel für den Abend oder irgendwie so zwischendurch, mag ja durchaus sein. Aber, schwer zu sagen, ne? Ich denke nicht, dass das so ein Game ist, was man unbedingt vorschlägt, wenn man vielleicht abends irgendwie hier sitzt und sagt, hey, lass mal irgendwas zocken, so, hey, ja klar, hier, Shredder's Revenge. Also wenn das jetzt alles zum Beispiel gezockt habe schon mal, dann weiß ich nicht, ob da denn der Wille da ist, jetzt direkt dahin zurückzukehren, so, ne? Oder häufig dahin zurückzukehren. Kann man jetzt vielleicht als Minuspunkt ansprechen und sagen, ja, das ist ja doof, so, ne? Aber andererseits kostet es ja auch nicht alle Welt, wenn ich mich nicht irre. Natürlich sind hier Shredder's Revenge war ja nicht so teuer, glaube ich, ne? Oder? Guck mal, gerade irgendwie 20 Euro oder sowas. Was ist hier? Ja, 25 Euro. Ich denke mal, dafür ist das schon völlig in Ordnung, ne? Wir sind 25 Euro. Dafür ist da viel, viel Liebe reingesteckt, viel zu entdecken und eigentlich auch relativ viel freizuspielen, zu machen und zu meistern und sowas. Also daher geht das schon völlig in Ordnung, ne? So, auch wenn man das nicht als Dauerbrenner andauernd wieder reinschmeißt und sagt, weiterzocken, ne? Denke ich mal, ne? ich muss mal kurz nachgucken, wer hier den Follow dagelassen hat. Aber abseits davon, sag ich jetzt mal, ist es halt, ja, eine super Rückkehr zu so einem Titel halt, ne? Also zusammen Brawler. Der letzte, der rausgekommen ist, der wirklich gut war, war ja nun mal hier Streets of Rage 4. Und der liegt ja nun auch schon ein paar Jährchen zurück, ne? Aber auch .emu, wie gesagt, ne? Auch hier .emu. Deswegen, mal gucken, was die noch so raushauen in nächster Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, ob die mit dem Turtles-Spiel jetzt wirklich irgendwie durch sind, ne? So, oder ob sie da dann noch irgendwie Updates zu raushauen. Ich meine, es wäre ja eine gute Möglichkeit, das Spiel immer mal irgendwie durch irgendwas zu erweitern. Keine Ahnung, neue Charaktere oder neue Maps oder sowas. Levels könnte man ja durchaus machen oder so, aber weiß ich jetzt gar nicht, ob da irgendwie Pläne für anstehen. Auf jeden Fall war es ja ein riesen Verkaufshit, das hatte ich mitgekriegt. Bin eingeschlagen wie eine Bombe, das Ganze. Deswegen wird da sicherlich noch irgendwas mitgemacht werden. Das ist das halt, ne? Also ich denke, der Erfolg der Verkaufszahlen sowas spricht dafür, dass sie da noch irgendwie was machen. Aber vielleicht ist halt ein direkter zweiter Teil oder sowas sinnvoller, als halt mit Updates und sowas den das aktuelle Spiel halt irgendwie über Wasser zu halten. Weiß ich jetzt nicht. Schwer zu sagen. Letzten Endes können wir das wahrscheinlich sowieso nicht beeinflussen, was die machen. Also mal gucken, ne? Genau, ja, und ein Follow, ne? Follow hat hier Gios Epic Alt dagelassen. Hat direkt auch, sehe ich hier gerade, ein Turtles Avatar auf Twitch und eine Freiheitsstatue im Hintergrund und so weiter aus dem Turtles Spiel etc. Ich vermute also mal ein Turtles Fan. Oder zumindest ein Fan von dem Spiel, ne? Je nachdem. So. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, war es das jetzt auch für heute, ne? Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Danke für die Follows und so weiter. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube guckt und so weiter, einfach zu finden unter /ButtonBrain. Ja, YouTube, Facebook, Twitch, wie sie alle heißen.
Twitter und so weiter. Ne? Gute Nacht, Herr Sonders. Und nochmal danke für die 3 Monate, ne? 3 Monate, also erschreckend, ey. Also, ja. Wie scheiß schnell die Zeit rennt, ne? 3 Monate, das ist verschissen nochmal. Und wir haben schon wieder August durch. Also, was ist August durch? Aber wir haben schon wieder August, sagen wir es dann so, ne? Ah, schrecklich. Ja, wie gesagt, wenn ihr auf YouTube gerade zuguckt, ne, lasst doch ein Like da, einen Daumen nach oben, kennt den ganzen Schissel ja da, ne? Folgt dem Kanal und so weiter und so fort. Die ganzen Streams von Twitch wandern halt darüber. Dauert aber so 2-3 Tage, dann sind die da halt voller Länge online. Genau, ne? Facebook und Twitter und so weiter. Da posten wir den ganzen anderen Kram. 2. August. August durch. Ja, scheiße, ja. Ich hab mich doch verbessert. Wird jetzt der zweite wirklich der erste Verlierer? Das gibt's ja nicht, ey. Das ist ja nicht wahr, ey. Geh ins Bett los oder guck irgendwas anderes. Das ist ja unglaublich. Ja, eigentlich, ne, sind wir hier auf Twitch, Montag, Dienstag und Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, um und bei, ne, vielleicht auch ein bisschen kürzer, so wie heute zum Beispiel, und spontan noch an anderen Tagen, also am besten auch hier einen Follow da lassen. Jetzt sind wir am Mittwoch nicht da, wie gesagt, weil da sind wir unterwegs im Kino. Muss ich sehen, ob Donnerstag oder Freitag, ne, einer von beiden Tagen wird es wahrscheinlich sein, wenn wir hier weitermachen. Schätze ich jetzt mal, versprechen kann ich ja nichts, aber ich schätze mal, Donnerstag oder Freitag wird es werden, dann geht es ja weiter mit Turtles. So zumindest mein Gedanke im Moment. Ja. Und ansonsten, ja, zieh dich jetzt runter von 3 bis 0 und dann klinke ich mich hier aus. Und Hubert, was machst du da? Geh weg. Stream einfach aus dem Kino, was kann schon passieren? Ach, ja. Das ist eine gute Frage, was kann schon passieren? Ja, ja, also wir nehmen einfach die beiden Gamepads mit, den Laptop hier. Und dann läuft das schon, ne? Auf dem Kino. Ich meine, die Nummer wäre schon irgendwo interessant. Aber dann müsste der Film auch irgendwie passen. Und leider läuft da kein Turtle-Film. Obwohl das schon cool wäre, ne? Irgendwie. Ja, das hätte schon was, ne? Also, ne? Wenn der nächste Turtle-Film ins Kino kommt, wenn mal einer kommt oder sowas, erstmal schön vor dem Kino sitzen und das Shredder's Revenge streamen. Oh, nee, ey. So, denn auf jeden Fall, ne? Gut, schlaf gut, ne? Wacht gut auf, guten Morgen, guten Abend, was auch immer, reingehauen, tschüdelü. Danke fürs Zuschauen und dann, ja, bis wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag, ne? Guten Nacht, guten Morgen, tschüss. Im Kinostream, ey. Bring mich nicht auf Ideen. Hubert, Hubert, du bist auch so ein Endgegner, ne? Was ist denn los? Oh, was ist, hallo, oh Gott, was auf das Headset, was ist denn? Der Hund, ey. Jetzt hängt er auch noch im Headset fest. Hallo, das ist deine... Gottes Willen. Okay, tschüss jetzt.